Da es inzwischen zu wirklich jedem aktuellen Film ein Spiel gibt, hat sich Rockstar Toronto gedacht, machen wir doch einfach ein Spiel zu einem uralten Film. Heraus kam The Warriors, das auf dem Streifen aus dem Jahre 1979 basiert. Dabei schlüpft er in die Kutte von einem von 9 Gangmitgliedern der Warriors und versucht, eure Bande als angesehene Gang im Big Apple zu etablieren. Schließlich wollen die Warriors unbedingt bei dem ultimativen Treffen aller kriminellen Vereinigungen dabei sein. Um euch den nötigen Respekt zu verdienen, müsst ihr die verschiedensten Aufgaben lösen. Der Türsteher hier lässt uns zum Beispiel nur rein, wenn wir die nötige Kohle zusammen haben. Wir machen uns also auf, um auf der Straße etwas Geld zu machen. Geld kann man zum Beispiel mit dem Diebstahl von Autoradios verdienen. Tja, und wer seine Karre in einer so dunklen Gasse abstellt, der ist wirklich selber schuld. Hier gibt es jetzt eine von mehreren kleinen Geschicklichkeitseinlagen. Durch Kreisen des Analogsticks lockern wir die Schrauben. Ihr seht jetzt übrigens die Xbox-Fassung des Spiels. Der Überfall von Passanten oder anderen Gangmitgliedern eignet sich ebenfalls gut zum Geldverdienen. Wie ihr seht, gibt es auch hier wieder diese kleine Geschicklichkeitseinlage. Mal sehen, wie viel der Knabe dabei hat. Naja, besser als gar nichts. Die Missionen sind sehr abwechslungsreich. Mal müsst ihr die Läden in eurem Gebiet vor Randale schützen, mal müsst ihr einen flüchtigen Schuldner ausfindig machen, oder ihr habt die Aufgabe, dem Anführer der benachbarten Gang das Lebenslicht auszublasen. Das Sprühen von Graffitis gehört für einen Gangster natürlich auch zum täglichen Handwerk. Hier besteht die Aufgabe darin, euren Tag fertigzustellen, bevor dies den Konkurrenten gelingt. Zwischendurch geht's auf die Suche nach Sprühdosen, damit weiter gesprayt werden kann. Und wieder eine kleine Geschicklichkeitseinlage. Die sind insgesamt gut ins Spiel integriert und lockern das ansonsten sehr gewalttätige Spielgeschehen auf. Apropos gewalttätig, wir zeigen dem Typen jetzt mal, was wir von seiner Schmiererei halten. Die Spielmechanik bietet verschiedene Schlag- und Wurfkombinationen. Und wie man schon sehen kann, ist auch dieses Rockstar-Spiel nicht gerade etwas für Zartbeseitete. Ob es unbedingt sein muss, dass man auf am Boden liegende Frauen eintreten oder Gegner mit dem Kopf gegen die Wand klatschen kann, muss jeder für sich entscheiden. So, wir wechseln jetzt mal zur PS2-Version. Hier haben die Warriors jetzt die Aufgabe, in der Einkaufsstraße möglichst viele Läden zu zerstören. Wir nehmen uns gemeinsam mit ein paar Kumpanen das Musikgeschäft vor. Beim Zertrümmern von E-Gitarren und Verstärkern fühlt man sich dann auch wie ein echter Rockstar. Rockstar, versteht ihr? Das Spiel ist auch von Rockstar. Naja, okay, lassen wir das. Kommen wir stattdessen lieber zu dem Befehlsinterface. Seid ihr mit ein paar eurer Homies unterwegs, könnt ihr denen Anweisungen erteilen. Auf Wunsch halten euch eure Kameraden den Rücken frei, greifen andere Gangmitglieder an oder sorgen wie hier einfach nur für Chaos. Neben dem Story-Modus gibt es noch den Rumble-Modus. Hier könnt ihr zwischendurch einfach mal die Fäuste fliegen lassen. Naja, oder auch Backsteine. Die Kamera funktioniert eigentlich im Großen und Ganzen recht gut, nur bei kleineren Arealen kommt es bei Massenschlachten ab und zu unübersichtlichen Momenten. Der Rumble-Modus ist zwar ganz nett, das Prunkstück des Spiels ist aber eindeutig der wirklich cool inszenierte Story-Modus. In dieser Sequenz habt ihr jetzt die Gelegenheit, die PS2-Fassung und die Xbox-Version von The Warriors miteinander zu vergleichen. Es gibt auch einen Zweispieler-Modus, bei dem ihr sowohl mit als auch gegeneinander antreten könnt. Dabei haben sich die Entwickler in Sachen Kameraführung etwas Besonderes einfallen lassen. Stehen beide Spieler direkt nebeneinander, wird das Ganze auf einem Bildschirm dargestellt. Entfernt ihr euch voneinander, wechselt die Darstellung in den Splitscreen-Modus. Eigentlich eine sehr coole Idee, allerdings sorgt das Ganze in der Praxis eher für Verwirrung als für Übersicht. Insgesamt kann man sagen, dass The Warriors ein typisches Rockstar-Spiel geworden ist. Das Setting und die Präsentation sind sehr cool und die Spielmechanik offenbart so gut wie keine Schwächen. Der Story-Modus besticht durch eine beklemmende Atmosphäre. Die expliziten Gewaltdarstellungen hätte das Spiel gar nicht nötig gehabt.